Ichuka Sandala, heute geht's mal um die letzten Tage in BFA. Wie alle wissen, ist nächste Woche der lang erwartete Release von Shadowlands. Endlich neuer Content. Doch während wir darauf warten, wird es Zeit, einen Blick zurückzuwerfen. Was haben wir im letzten Addon so alles erlebt? Was hat sich getan? Wie geht es weiter? Ist Anduin wirklich ein Junge? Diese und viele andere Fragen schossen mir durch den Kopf, als die Rares vom Prepad zu Shadowlands campte. Doch dann... Ghule! Untote Kreaturen, welche hungrig sind und darauf warten, sich auf andere Spieler zu stürzen, um dies entweder zu töten oder sie in einen der ihren zu verwandeln. Azerith. Das sagenumwobene Material begleitet uns durch ganz BFA. Es wurde gebraucht, um unser Herz von Azeroth aufzuwerten, welches daraufhin die sogenannten Azerith-Rüstungen verstärkte. Doch waren Azerith-Rüstungen wirklich gut? Hatten sie einen Sinn? Eine Daseinsberechtigung? Oder waren sie doch nur ein Hindernis auf dem Weg zur maximalen Damage eines jeden? Oh nein, scheiße, Ghule! Schon wieder jede Menge Ghule! Sie kommen von überall, um sich am frischen Fleisch ihrer Opfer zu laben! Sandala. Eine Insel voller Geheimnisse, welche von den Zandalare beherrscht wird. Im Gebiet Zuldazar steht die Stadt aus Gold, welche hier ist meine Heimat. Oh nein, scheiße, schon wieder Ghule! Jede Menge Ghule, sie sind hier auf Zandala, sie sind überall und fressen alles und jeden auf! Die Vision von Enzod, der letzte große Patch von BFA, welche neben der Verderbnis auch noch... Oh nein, scheiße, nicht schon wieder Ghule! Oh, sie sind einfach überall! Ghule, welcher kranke Schwein hat sich diesen Bullshit ausgedacht?